Du kennst es vielleicht. Du bist mit deiner Familie im Urlaub, hast auch eine Kamera dabei, um gute Landschaftsfotos zu machen. Aber jeder Tag beginnt meistens mit einem Frühstück und dann sind noch verschiedene Dinge zu erledigen und schon ist es vorbei mit dem besten Licht am Morgen. Du weißt, dass es mit den Fotografieren bei Sonnenuntergang auch nichts wird, weil man schon einen Ausflug mit der Familie geplant hat und so bleibt nur noch die Mittagszeit, um alleine fotografieren zu gehen. Also, nach welchen Landschaftsfotografie-Motiven kann man zur Mittagszeit suchen, wenn man zum Beispiel in den Bergen urlaubt und nur Mittagszeit hat? Das frage ich mich immer wieder. Lass mich dir in diesem Video eine Möglichkeit zeigen, wie du trotzdem Spaß an der Fotografie haben kannst. Ihr wisst, gutes Licht ist wichtig und um die Mittagszeit ist es wirklich schwer, ein Motiv zu finden. Aber ich gebe euch den Tipp, besucht einen Wasserfall und macht da Fotos. Denn Wasserfälle liegen meistens irgendwo versteckt im Wald und mit ein bisschen Glück ist da nicht alles von der Sonne überstrahlt, gerade auch zur Mittagszeit. Und da kann man sich auch echt gut üben, gerade was die Motivwahl und die Perspektive angeht. Und das machen wir jetzt hier in dem Video. Ihr begleitet mich zu einem kleinen Wasserfall bei Kloster Andechs. Was nehme ich dafür mit? Meine Kamera, ein Stativ und um eine etwas längere Belichtungszeit als normal aus der Hand machen zu können, werde ich auch einen ND-Filter mitnehmen. Dafür nehme ich einen Filterhalter mit. Da ist auch ein Polfilter mit eingebaut, um das Wasser so ein bisschen entspiegeln zu können. Und meistens braucht man nur eine halbe Sekunde oder maximal eine Sekunde oder sowas, je nachdem, wie weit man weg vom Wasserfall steht und wie schnell die Fließgeschwindigkeit ist. Ich habe mir den Spot jetzt auch noch ausgesucht, weil es die letzten zwei Tage geregnet hat. So erhoffe ich mir, dass da nicht nur ein kleines Rinnsal von oben runterkommt, sondern dass da Wasser richtig runterballert. Ja, und ansonsten zur Ausstattung. Wenn ihr Gummistiefel habt, nehmt die mit, weil dann ist man noch viel, viel flexibler in der Motivsuche oder Perspektivwahl. Und bevor ich es vergesse, in dem Video gibt es die Auflösung, wer das Samyang-Objektiv gewinnt. Hier kommt mehr Wasser runter, als ich gedacht habe, also muss ich hier ins Mikrofon brüllen, entschuldigt bitte. Aber ich habe da oben gerade entdeckt, dass die Sonne super schön reinspitzelt. Es könnte sich dafür eignen, den Wasserfall in Kombination mit einem Blendenstern aufzunehmen. Und jetzt suche ich mir einfach mit der Kamera einen guten Spot, dass der Wasserfall meinetwegen mittig erscheint und die Sonne blitzelt einem von rechts oben ins Bild rein. Das könnte funktionieren. Oh, es ist gar nicht so einfach. Oh, hier kommt sie rein. Wow. So kriege ich es hin, Freunde. Okay, und um Blendstern hinzukriegen, bin ich auf Blende 22 und auf, sagen wir mal, einer halben Sekunde. Fangen wir mal mit einer halben Sekunde an. Ich fokussiere einfach hier auf den Wasserfall. Puh. Da kommt die da direkt durch die Äste durch. Ganz klein. Hier liegen so viele Baumstämme und Gestrüpp rum. Das überfordert mich gerade total. Also konzentriere mich nur auf den Wasserfall und dann suche ich mir trotzdem noch irgendein schönes Vordergrundmotiv, was da ein bisschen Kontrast reinbringt, weil hier ist es braun, einfach nur braun und dunkel. Aber jetzt steht die Sonne ja noch besser.
Blende 22, halbe Sekunde Belichtungszeit, ISO 125. Wow! Wer hätte das gedacht, zur Mittagszeit so ein geiles Bild. Jetzt bin ich wieder on fire. Cool. Und das Schöne ist, das, was ich gesagt habe, das Wasser ist nicht von der Sonne überstrahlt, weil der Wasserfall ist einfach versteckt hier hinten drin. Da kommt kein Licht hin. Sehr geil, sehr, sehr geil. Schau ich gerade da die Blätter, schaut mal da drüben. Das könnte noch ein zweites Motiv sein. Diese Blätter irgendwie im Vordergrund auf einer schnellen Belichtungszeit hochkant zum Wasserfall hin. Das ist eine Möglichkeit, das probiere ich jetzt auch mal aus. Hier wähle ich jetzt keine Blende 22, weil ich ja vom Sonnenstern hier nichts sehe. Ich will auch eine schnelle Belichtungszeit, weil ihr seht, die Blätter, die bewegen sich hier, das Gestrüpp. Ja, ich brauche eine sehr, sehr schnelle Belichtungszeit. Da wähle ich jetzt 1/250 auf einer 2,8er Blende, weil die Blätter sich einfach super schnell bewegen hier und ich will die einigermaßen scharf haben. Auch mal zum Vergleich auf eine 5er-Blende. Schwierige Motivwahl. Was will ich zeigen? Eigentlich nicht die Blätter, sondern den Wasserfall. Deswegen stelle ich auf den Wasserfall auch scharf. Man könnte meinen, man ist hier irgendwo im Urwald. Was das ausmacht, gell? So ein schöner Blättervordergrund, saftiges Grün haben wir hier. Die Blätter überdecken hier auch so ein bisschen das hässliche Ufer. Ich habe jetzt hier quasi so eine Froschperspektive gewählt. Schaut schon ganz gut aus. Hier von unten. Geilen Shot in den Zauberwald. Ich hoffe, ihr konntet mich aufgrund dieser enormen Lautstärke verstehen, was ich da oben gesagt habe. Ich wollte einfach nicht, dass das Gras und diese Blätter zu sehr verwackeln. Deswegen habe ich die Fotos aus der Hand gemacht mit einer sehr schnellen Belichtungszeit. Einmal mit einer 2,8er Blende und dann bin ich auch mal ein bisschen höher gegangen, dass man von den Blättern noch mehr sieht. Aber so habe ich ein tolles Vordergrundmotiv gehabt und da denkt man tatsächlich, dieser Wasserfall ist irgendwo im Urwald, aber nicht hier, bei Andex im Wald. Geiles Motiv, schöne Sache. Und da sieht man auch, dass es echt gut ist, dass man sich übt, Blendensterne vorher auch zu fotografieren. Weil hier ist die Sonne jetzt komplett weg. Jetzt sind wieder Wolken davor, die Sonne steht anders. Da wäre jetzt der Blendenstern aus der Perspektive gar nicht mehr möglich, so nach 15 Minuten. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir selbst noch einen Vordergrund schaffe. Hier liegt ein Ast mit so einer V-Form. Den könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich den hier auf den Kies lege, mit Linienführung in Richtung Wasserfall, dass das auch ein schönes Hochkantmotiv wäre. Ja? Könnte funktionieren. Aber da kommt so viel Wasser runter, das muss dann echt schnell gehen, glaube ich, beim Fotografieren. Erstmal schauen, ob ich den überhaupt hochheben kann. Könnte was werden, aber dafür schraube ich jetzt mal den Polfilter drauf. Der bringt nur bedingt was, aber ich probiere es trotzdem. Jetzt möchte ich auch ein bisschen länger belichten, gehe ich wieder auf eine halbe Sekunde circa, vielleicht 0,4 oder so und muss dann auf eine 8er Blende gehen. Dann nehme ich mal ein ND8. Fokussiere hier wieder auf den Wasserfall. Schade ist, dass das Wasser hier eher eine braune Suppe ist, aber kann ich nicht ändern, ist so. We'll be right back.
gestern so sehr geregnet hat, ist dieses Bächlein jetzt leider eine braune Suppe geworden. Normalerweise ist das Wasser richtig klar. Dann wird es auch Sinn machen, hier vielleicht ein schönes Bild herunterwärts in dieses Tal rein zu fotografieren. Aber mir ist jetzt irgendwie zu viel auf dem Bild, tatsächlich. Also ich lebe hier schon wirklich in einem Naturparadies und bin ich echt dankbar dafür. Das ist wirklich nicht weit weg vom Ammersee hier, dieser Spot. Ich will euch noch zwei Sachen zeigen. Selbst in der Natur kann man wirklich schön mit Linienführung arbeiten. Schau mal hier der Farn an. Der zeigt jetzt hier in diese Richtung von dem kleinen Felsen. Den nutze ich jetzt und fotografiere jetzt einfach mal hier so durch. Gibt dem Bild schon wieder eine ganz andere Optik, als wenn man hier einfach nur so bam drauf ballert. Das würde scheiße aussehen. Machen wir den Farn. So habe ich wenig von diesen hässlichen Steinen mit drauf. Und der Farn ist hier cooles Vordergrundmotiv geworden. Und lenkt mich hier in Blickrichtung auf den Fels. Schade, dass jetzt da keine Sonne drauf knallt. Ne? Oft schlagt ihr ja auch die Hände über dem Kopf zusammen und denkt euch, ah, wieso ist denn der Sigi wieder so nah an der Wasseroberfläche? Es ist eigentlich ganz safe. Selbst wenn ich aus der Hand fotografiere, nehme ich meinen kleinen Finger hier zu Hilfe. Ich halte meine Kamera mit zwei Händen und der kleine Finger, den strecke ich einfach aus. Und wenn ich hier ziemlich nah am Wasser bin, merke ich schon, wenn der nass wird, dann weiß ich, oh, wow, 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 viel weiter geht's nicht runter. Und so kommt man echt zu außergewöhnlich schönen Bildern und die Kamera bleibt trocken. Jetzt bin ich im Wasser, jetzt weiß ich, okay, es war's, Lars. Geht natürlich auch, wenn man hochkant fotografiert. Boom. Ja, oft ist es so, ich achte auf meine Kamera mit dem kleinen Finger, bin aber in der Hocke so tief, dass mein Arsch nass wird. Das ging mir schon oft so. Da habe ich noch keinen Trick, was ich runterhängen lassen könnte. Habt ihr eine Idee? Und bevor jetzt doofe Kommentare kommen, sage ich euch gleich, er ist zu kurz, wird nichts. So Freunde, und jetzt gibt es die Verlosung meines 14mm Samyang Objektivs. Ich nehme meinen Bildschirm auf, bin hier in Tube Buddy drin und ich sehe auch gerade, wir haben hier 495 Kommentare und die werde ich jetzt nicht alle abschreiben, die Namen und in einen Hut reinwerfen, sondern ich bediene mich einfach eines Zufallsgenerators. Und hier in Tube Buddy habe ich die Möglichkeit, auf das Video zu klicken und hier gibt es die Option Pick a Winner. Okay, und dann schreibe ich mal den Kommentarname Samyang rein. Samyang. Jetzt bin ich gespannt. Pick a winner. Christoph Schmidt. Cool. Ich kannte den Kanal bisher noch nicht, aber das Video ist hier schon mal ganz gut. Simpel und einfach auf das Wichtigste reduziert. Und by the way, ich hätte gern das Samyang. Ja, Christoph, ich freue mich riesig, dass du dieses Objektiv gewonnen hast. Ich hoffe, es ist bei dir auch in guten Händen. Nimm du bitte Kontakt zu mir auf und dann regeln wir das mit dem Versand. Allen anderen sage ich auch vielen lieben Dank fürs Mitmachen von dem Gewinnspiel und vom Zuschauen von diesem Video. Bye bye, Freunde, das war's und wir sehen uns bald im nächsten. Euer Sigi vom Ammersee.